Tag der offenen Tür in der Jugendarrestanstalt Berlin-Lichtenrade. Die Jugendrichter sehen den Aufenthalt hier als Erziehungsmaßnahme an. Der Arrest soll eine Warnung sein, der nächste Weg könnte ins Gefängnis führen. Das weiß auch Philipp. Das ist gewöhnungsbedürftig hier. Also ich würde nicht nochmal hierher kommen, freiwillig, das ist klar. Ich baue auch keinen Mist mehr oder keine Scheiße mehr, gar nichts mehr. Also von daher ist auf alle Fälle nicht schön hier, sag ich mal. Also Essen ist gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Aber man muss sich dran gewöhnen. Erstmal. Ist kein Luxushaus, ihr sagt mal, kein Hotel oder so. Berlins Justizsenatorin Gisela von der Aue unterstützt die Einrichtung. Mir ist sehr daran gelegen, die Öffentlichkeit auch hineinblicken zu lassen, damit da keine Legenden entstehen, damit auch klar ist, auch trotz der Straftaten sind da Menschen, um die wir uns kümmern müssen. Und ich denke, je mehr wir uns öffnen, desto größer ist auch das Verständnis für die Belange von Gefangenen. Die Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren sollen sich an einen geregelten Tagesablauf gewöhnen. Einschluss, Mittagessen, Hausarbeit und nachmittags Freizeit. Manche bleiben 2 Tage, andere bis zu 4 Wochen. Nicht immer reicht das für eine Einsicht. Es ändert nichts. Ich weiß nicht, mich würde es nicht stören, noch mal 5 Monate hier zu sein. 10 Monate. Okay, auf der Dauer ja, vielleicht, aber jetzt gerade so, nee, so ist es mir egal. Laut Kriminalstatistik 2008 steigt die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen an. In Berlins Problembezirken gehören Schlägereien zum Alltag. Auch in Lichtenrade bleiben Streitereien nicht aus. Also, es gibt auch ab und zu mal hier ein bisschen Ärger, sag ich mal, zwischen 2 anderen, aber dann werden die sofort weggeschlossen, dann gibt es dann sofort Strafe, dann werden gleich runtergestuft, meistens gibt es dann auch einen richterlichen Einschluss dann nochmal. Ist gerecht, muss ich sagen. Und wenn man jetzt, sag mal, wenn sich 2 prügeln, sag ich mal, anfangen zu prügeln wollen hier und einer dazwischen geht, dann werden die 2 weggesperrt, der eine dann hat dann Glück, der kriegt eine gute Note gleichzeitig. Die Statistiken sind entmutigend. Für viele Straftäter ist der Aufenthalt im Jugendarrest nur der erste Schritt zum Weg in den Strafvollzug. Wir wissen nur, dass es aufgrund einer bundesweiten Untersuchung die Rückfallquote nach verbüßtem Arrest 70% beträgt. Die Anstalt in Lichtenrade ist überfüllt. Jugendliche Straftäter müssen lange warten, bis sie ihren Arrest antreten können. Experten sind der Meinung, dass dadurch die Strafwirkung verpufft. Justizsenatorin von der Aue plant jetzt einen Erweiterungsbau.